Ja, also der erste Arbeitstag war was ganz Besonderes. Also ich bin hier schon ins Gebäude reingekommen und bin von der riesen Wand empfangen worden mit vielen Unterschriften, mit einem Foto von mir, wo die Kollegen unterschrieben haben. Und ja, auch so ist es eine Begrüßungsfeier für mich organisiert worden und das war ein ganz toller Empfang. Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier bin und möchte mich auch noch bei meinen Kollegen und bei meinen Vorgesetzten bedanken, dass sie mich so toll unterstützt haben. Bevor ich zum Beispiel nach Rio aufgebrochen bin, bin ich schon gefragt worden, wie kann man ihnen noch helfen, kann man dir was abnehmen, und das fand ich ganz toll. Und auch im Nachhinein sind so viele Glückwünsche eingegangen, also es war echt toll, wie die Kollegen und Vorgesetzten alle mitgefiebert haben. Ja. Ich gehe natürlich weiterhin nach der Arbeit zum Laufen und freue mich natürlich immer, wenn ich rauskomme, mich bewegen kann, wenn ich die Landschaft genießen kann, und bin momentan auch ganz froh darüber, dass ich nicht nach Trainingsplan trainieren muss, sondern dass ich einfach nach Lust und Laune mich bewegen kann. Die Olympischen Spiele waren natürlich in 2016 ein absolutes Highlight für mich. Und ich werde mich auch in Zukunft immer gerne an diese Zeit in Rio zurückerinnern.